Spielst du Frau Gorni? Dein Mann ist pädophil. Ist dir das als Figur schon bekannt? Nee, gar nicht. Das ist ja auch ganz lustig in dem Film, dass ich mit Peter Lohmeyer, der meinen Mann ja spielt, dass wir überhaupt keine Begegnung miteinander haben. Wir haben gar keine Szene zusammen und sehen uns gar nicht. Also insofern, nee. Wie hast du dich selber auf die Rolle vorbereitet? Also für mich war das wie so ein Revival, weil ich bin ja schon vor... Über 20 Jahren habe ich ja schon mal die Frenzy gespielt, das ist auch so eine Ruhrpott-Mädchen. Und das Lustige ist, ich sah gar nicht mal unanders aus. Also ich habe auch so Löckchen gehabt und so. Und für mich war das einfach ganz, ganz toll, wieder hier in Pott zurückzukehren und nochmal wieder so eine bodenständige Frau zu spielen. Was ist das Besondere am Pott? Dass die Menschen hier das Herz auf dem rechten Fleck haben und irgendwie so... Also auch geschichtlich gesehen so irgendwie die großen Niederlagen irgendwie ganz großartig gemeistert haben. Super, kanntest du den Roman von Ralf Rothmanns schon bevor du die Rolle hattest? Nein. Muss man ja auch nicht immer, ne? Nee. Okay, super, das war's schon. Vielen Dank. Okay, schönen Abend. Ja, danke. Tschüss.